Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Philipp. Yes. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich mich auch. Hammer. Wie du dich bewegst. In dem Outfit. Ja, heute liest du, glaube ich, mal vor, ne? Ich habe ja so meine Probleme mit Lesen. Die Überschrift kriegst du doch wohl hin, oder nicht? Ja, Hühnerbrustfilet in Butter gebraten. Ziemlich geil und einfach. Schnell, ne? Weil wir haben Hunger. Alles in Butter. Weil? Butter is better. Butterig. Butz du Hude. Vielleicht hört man durch den Ton meinen Magen knurren. Sag ich dir jetzt schon. Hunger. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's richtig gut gemacht. Ja. Sag mal, was wir machen müssen. Also, wir machen Folgendes, Leute. Ich habe auch richtig Bock drauf, ich habe auch richtig Hunger. Hühnerbrustfilet in Butter gebraten. Achso, das hast du ja schon gesagt. Habe ich, glaube ich, schon. Ja. Jetzt gerade nämlich ein anderes Vorlesen. Jetzt geht es eigentlich darum, was wir machen müssen. Achso, okay. Genau, ich verstehe dieses Buch ja immer nicht, ne? Wie das aufgebaut ist. Doch, am Ende der Sendung hast du es dann immer. Aber bis zum nächsten Mal ist wieder... Einfach vergessen. Supprimé salzen und pfeffern. In Mehl drehen und das überschüssige Mehl abschütteln. Sind da eigentlich noch Sachen dran, die wir eklig finden? Ja, und die können wir abschneiden. Hast du Bock drauf? Uah. Ich klopf's noch ab. Wir machen gleich, wenn die da raus sind aus der Pfanne, machen wir noch die Soße mit Zitrone und Petersilie und noch mehr Butter. Mit was? Butter. Nee, das dahinter. Petersilie. Ach, Petersilie. Was? Und macht das Spaß? Ich liebe es. Oh Gott, sehen die geil aus. Boah, die sehen wirklich geil aus. Ja, ne? Hast du es getrunken? Aber einen kleinen Schluck. Der macht echt nicht viel. Also schon zu krass stark. Starke Zitrone. Boah, krass. Oh, nochmal, boah, das hört doch erstmal gar nicht auf. Ist, aber so stark sind die doch normalerweise nicht. Ich trinke das immer aus, das war noch nie so stark. Ja, ist auch nochmal stark, oder? Dachte ich auch eben. Oh. Hier, das hilft. Was ist das? Oh, geil. Kindheit, ne? Kindheit. Center Shock. Oh. Ist das schlimmer als das? Boah. Boah. Lang kein Center Shock mehr, Junge. Boah, ist das krass. Ich kratze jetzt den Bratensatz ab. Siehst du das? Ja, zeig mal nochmal. Okay. Geilo, ne? Cool. Das reicht. Mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, ne? Geil. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Aber es war heute auch nicht so schwer. Nee, aber voll geil, so ein einfaches Gericht. Guck mal, wie schnell das geht, oder? Ja. Probier mal was. Oh. Klingt gut. Achso. Hä? Ich weiß, du bist zum ersten Mal heute hier, aber... Ich dachte, bei dir weiß man das halt manchmal nicht. Du erzählst auch einfach mal irgendeinen Scheiß und dann ist man total verwirrt. Ja, ja. Aber probier doch mal. Genau. Das ist voll total knusprig. Das ist ja total zart. Geht wie Butter durch. Okay, darf ich probieren? Ja. Kleines Stück für den Anfang, ne? Mm-mm. Boah, ist richtig gut. Ja? Boah. Alter, ist das zart. Boah, ist richtig zart. Ich glaube, das ist die Butter. Boah.
Das ist auch voll knusprig. Es zergeht so richtig im Mund. Ja. Man muss gar nicht kauen. Boah. Alter. Die Leute denken, du machst das extra nur für sie. Nein. Boah. Du musst das richtig da reintumpen. Haben wir da noch was von dieser... Ja, ja. Haben wir noch? Mhm. Boah, ich brauch da noch was drauf. Bon Appetit! Okay. Ja, das war das Go? Ja. Jetzt starten wir. Ja. Okay, ich freue mich. Ich durfte klatschen.